Das Wetter bestimmt unser Leben. Überall auf der Welt, in jedem Augenblick. Es lässt Pflanzen gedeihen oder es macht Ernten zunichte. Selbst unser Befinden wird vom Wetter beeinflusst. Viele Tiere haben eine besondere Witterung. Und auch viele Menschen glauben, wetterfühlig zu sein. Die Naturgewalten reißen uns aus der Bahn, fegen alles beiseite. Bis zu 50 Tornados bilden sich jedes Jahr über Deutschland. Sind wir dem ausgeliefert? Das Wetter in den Griff zu kriegen, ist ein Traum, seit Menschengedenken. Zyniker behaupten ja, wenn es das Wetter nicht gäbe, dann hätten 9 von 10 Menschen nichts mehr zu sagen, Namen zusammen. Dabei bezeichnet doch Wetter einfach nur den kurzfristigen, spürbaren Zustand der Atmosphäre an einem bestimmten Ort. Deshalb auch immer wieder die berühmt-berüchtigte Frage am Telefon: Wie ist denn das Wetter bei euch? Also, das Wetter ist auf jeden Fall wichtig für uns, denn es ist um uns herum, ganz egal, wie sehr wir unsere Häuser und Wohnungen auch immer klimatisieren, wie sehr wir uns vor dem natürlichen Wettergeschehen versuchen zu schützen. Wetter ist ein Thema. Wetter ist aber auch eine Urgewalt der Natur und kann außerordentlich unangenehme, ja lebensgefährliche Folgen haben. Kein Wunder, dass wir schon längst versucht haben, auch diesen Teil der Natur nach unseren Wünschen zu manipulieren. 2012, eine Nacht im Oktober. In New York gehen die Lichter aus. Blackout. Hurricane Sandy fällt über die Stadt her mit einer Wucht, auf die keiner gefasst war. Statt Kontrolle, Verwüstung. 200 Tote sind es am Ende. Der Schaden über 40 Milliarden US-Dollar. Die U-Bahn ein Fluss. Eine Weltstadt des Geldes in Ohnmacht. Und für die Bewohner zerschlägt sich die Illusion von Geborgenheit in der City. Jedes Jahr steuern Hurricanes an die Ostküste der USA. Sie entstehen, wenn die Wassertemperatur des Ozeans über 26 Grad erreicht. Dann steigt viel Wasserdampf auf, verwirbelt um ein großes Tief, kühlt ab, kondensiert zum Teil und setzt dabei weitere Energie frei. Im Auge des Sturms ist es still, aber rundum rast eine gefräßige Energiemaschine. Sie bildet sich über dem Meer, aber ihr Ursprung liegt tausende Kilometer entfernt. Im Sand der afrikanischen Wüste. Theoretisch genügt eine Handvoll Wüstensand. Der Wind trägt die Körnchen nach Westen. Gelangen sie in feuchte Luft, bieten sie Kondensationskeime, an denen sich Tropfen bilden können. Wolken entstehen. Und werden diese mit heißem Dampf gefüttert, entwickeln sich riesige Stürme. Die darin gestaute Hitze verwandelt sich in mörderische mechanische Energie. Lässt sich der Wirbelsturm irgendwie bremsen? Vielleicht könnte man die Verdunstung stoppen durch biologisch abbaubares Öl, das man breit auf dem Ozean ausbringt. Oder, wie in einem Projekt vorgesehen, das von Bill Gates gefördert wird, aus großen Turbinen Aerosole zerstäuben und mit künstlichen weißen Wolken die Erwärmung des Meeres verhindern. Doch bräuchte man wohl tausende solcher Schiffe zur rechten Zeit am rechten Ort. Reine Zukunftsvision. Wirklich Erfahrung hat man bisher nur mit einer anderen alten Methode, dem Wolkenimpfen. Seit den 60er Jahren haben die Amerikaner unter dem Namen Storm Fury versucht, Hurricanes abzuschwächen, indem sie Silberjodid versprühen. Die Salzpartikel bieten unterkühlten Wassertropfen eine Struktur, an der sich Eiskristalle bilden. Das verändert die Dynamik in den Wolken. Aber kein einziger Hurricane ist davon schwach geworden. Auf der ganzen Welt versucht man mit derselben Methode, schönes Wetter zu zaubern. In China etwa bei Staatsparaden. Eine Wetterarmee ballert Chemie in den Himmel, um Niederschlag zu provozieren, bevor er in die Stadt kommt. Wissenschaftlich bewiesen ist nichts, aber vereinzelt soll das gelungen sein. Probiert wurde es auch bei den Olympischen Spielen. Der Erfolg ist fraglich. Nach einem ähnlichen Einsatz im Winter ist Peking 2009 im Schneechaos untergegangen.
Auch in Deutschland benutzt man Silberjodid schon seit Jahren, um Kulturpflanzen vor Hagel zu schützen. Lieber schnell viele kleine als später große Körner, so die Devise. Silberjodid ist übrigens giftig, am Boden aber angeblich nicht mehr nachweisbar. Um Hurrikans aktiv zu begegnen, ist Wolkenimpfen das bisher einzige Mittel, das zumindest theoretisch Erfolg verspricht. Beobachtungen aus dem Weltraum bieten heute ganz neue Einsichten. Nun wird klar, warum Storm Fury nicht funktionieren konnte. Der Sturm enthält gar nicht so viel unterkühltes Wasser wie vermutet. Vielmehr brütet das Ungetüm im Innern weitere Hitzetürme aus. Superzellen für neue, gigantische Gewitter. Die Energiemenge von 10.000 Atombomben in einem einzigen Sturm. Was, wenn sich ein Hurrikan wie Sandy auf den Weg nach New York machte? Ein Szenario. Während in der City noch geschäftige Ruhe herrscht, rechnen Experten im Hintergrund fieberhaft an Simulationen. Lässt sich der Sturm vielleicht ablenken um ein paar Grad? Es hieße ein Monstrum an die Leine legen. Sämtliche verfügbaren Daten von Sandy werden genutzt. Die drohende Katastrophe im Spielfilm. Flugzeuge auf dem Weg mitten in den Sturm. Ein Höllenkommando. Jetzt kommt es darauf an. Kann es gelingen, die Dynamik im Hurrikan ein wenig zu ändern und den Kurs zu verschieben? Wehe, wenn man sich hier auch nur in einer Winzigkeit vertut. Bei Hurrikans können kleine Veränderungen große Auswirkungen haben. Wenn schon ein Sandkorn aus der Sahara mit darüber entscheidet, ob und wie ein Hurrikan über dem Atlantik entsteht, dann wird ja klar, dass diese gewaltigen Temperatur- und Wasserschaufelprozesse natürlich nicht zu bändigen sind. Wie gesagt, die Energie eines Hurrikans entspricht 10.000 Atombomben. Noch Fragen? Do not touch, kann man da nur sagen. Da können Diktatoren und Diktaturen lange der Meinung sein, sie könnten das Wetter manipulieren. Wissenschaft und unsere Intuition sagen uns, dass es nicht geht. Wenn also die Manipulation des Wetters nicht möglich ist, dann möchte man doch wenigstens eine gute Wettervorhersage haben. Und da stimmt tatsächlich der Satz, früher war nicht alles besser. Februar 1962. In Hamburg tobt seit Tagen ein Sturm. Dann eine Orkanwarnung für die Nordsee. Auch die 100 Kilometer entfernte Stadt scheint betroffen. Wissenschaftler berechnen, dass die Lage schon innerhalb der nächsten Stunden bedrohlich wird. Auf der Grundlage ihrer Prognose geben sie unmittelbar eine Warnung für eine schwere Sturmflut an Behörden und Rundfunk. Die ersten Rettungsmaßnahmen kommen trotzdem für viele schon zu spät. Mehr als 300 Menschen finden den Tod. Heute können solche Orkanlagen viel früher erfasst werden. Die Experten können sich auf leistungsstarke Computer und auf ein weltweites, dichtes Mess- und Beobachtungsnetz stützen. 11.000 Boden- und Radarstationen an Land, wie Messstationen auf über 4.000 Schiffen, liefern Daten über Temperatur und Luftdruck. Doch Schiffe würden schwerer See ausweichen. Stürme über den Meeren erfasst daher ein Netz von Messbojen. Tausende Verkehrsflugzeuge sind weltweit mit Sensoren ausgestattet, um aus Höhenlagen bis etwa 10 Kilometern Temperatur, Druck und Feuchtigkeit zu übermitteln. Daten aus bis zu 30 Kilometern Höhe liefern Wetterballons. Der Einsatz von Satelliten ermöglicht seit den 1960er Jahren eine flächendeckende Vermessung der Vorgänge in der Atmosphäre. Doch wie kann aus diesen täglich weltweit erhobenen Millionen von Messwerten überhaupt eine Vorhersage getroffen werden? Es braucht schon Hochleistungsrechner, Supercomputer,
Um die gigantischen Datenmengen, die in der Zentrale des Deutschen Wetterdienstes zusammenlaufen, auszuwerten. Für die Wettervorhersagen wird die Atmosphäre des gesamten Globus in ein virtuelles, dreidimensionales Gitternetz eingeteilt, bis in 75 Kilometer Höhe. Den Knotenpunkten ordnet man die Wetterdaten zu, die in der Umgebung ermittelt wurden. Für die Aussage über die Entwicklung eines Tiefdruckgebiets wird anhand erhobener Druckdaten in einem Knotenpunkt deren Änderung in der Umgebung berechnet. Die Vorhersage resultiert aus der gegenseitigen Beeinflussung und Verrechnung aller Knotenpunkte des Netzes. Aus Verlauf und Abstand von Luftdrucklinien erkennen Meteorologen dann, ob für eine Region zum Beispiel Sturmgefahr besteht. Heute hat die Vorhersage für die nächsten 3 Tage eine Treffsicherheit von ca. 80%. Eine Prognose für die kommende Woche ist ungefähr so zuverlässig, wie sie es vor 40 Jahren gerade einmal für den nächsten Tag war. Präzise Vorhersagen sichern Ernte, Saat und Düngung und somit unsere Ernährung. Frühzeitige Informationen über das Wetter tragen wesentlich zur erhöhten Sicherheit in der Luftfahrt sowie zum reibungslosen weltweiten Transport von Waren über die Meere bei. Die Verlässlichkeit längerfristiger Vorhersagen gibt dem Katastrophenschutz Zeit zum Reagieren. Und das kann Menschenleben retten. 1962 kamen die Warnungen für viele zu spät. So waren es spontane, heldenhafte Rettungsaktionen, die noch mehr Leid abwenden konnten. Ich habe beim Deutschen Wetterdienst in Offenbach angerufen und habe die gefragt, was habt ihr denn eigentlich für einen Datenfluss für eine Wettervorhersage, also für eine tägliche Wettervorhersage? Die Antwort war, Billionen Bytes sind dafür nötig, denn die müssen Millionen von Datenpaketen auswerten über die Luftfeuchtigkeit, die Temperatur und natürlich den Luftdruck. Das ist nötig, um für einen Tag das Wetter vorauszuberechnen. Also man kann das Wetter berechnen, allerdings gibt es eben Unwägbarkeiten, vor allen Dingen für längere Prognosezeiträume. Es gibt allerdings dafür eben ganz besondere Messinstrumente, die das Wetter jetzt nicht aus elektronischen oder mechanisch gewonnenen Daten prognostizieren, sondern eher aus ihrer Intuition heraus. Tiere sind uns in vielerlei Hinsicht überlegen. Manche sollen Wetterveränderungen erspüren, lange bevor Meteorologen etwas davon wissen. Tiere als Wetterpropheten? Seit vielen hundert Jahren beobachten Menschen die Natur. Sobald Tiere sich auffällig verhalten und sich kurz darauf das Wetter ändert, machen sie aus Beobachtungen Regeln. Wenn abends die Katzen sich öfter lecken, wird morgen uns Frau Sonne wecken. So lautet eine Bauernregel. Heute weiß man, dass sich manche Beobachtung wissenschaftlich begründen lässt. So ist bei Hochdruckwetterlagen die relative Luftfeuchte meist niedrig. Streicht eine Katze beispielsweise um Möbelstücke, so kommt es durch die Reibung zu einer Ladungstrennung. Katzenfell lädt sich leicht elektrostatisch auf. Die Katzenhaare sind nun positiv geladen. Die Spannung, die sich aufgebaut hat, ist für die Katze unangenehm. Durch Feuchtigkeit wird die Ladungstrennung wieder aufgehoben. Deshalb leckt sich die Katze bei schönem Wetter so ausgiebig. Bei hoher Luftfeuchtigkeit findet dagegen kaum Ladungstrennung statt. Das Verhalten der Katze lässt nicht auf Sonne am nächsten Morgen hoffen. Bei schwülem Hochsommerwetter können Mücken und Bremsen sehr lästig werden. Auch Schafe werden von ihnen attackiert, besonders an den Kopfpartien. Zum Schutz stecken die Tiere ihre Köpfe zusammen, so bieten sie weniger Angriffsfläche. Schon aus der Ferne lässt sich daher aus dem Verhalten schließen, stecken Schafe ihre Häupter zusammen, wird Regen die Wege verschlammen. Tiere beobachten lohnt sich überall auf der Welt, besonders hier in der sturmgeplagten Karibik.
In den Sommermonaten kann es tagtäglich zu einem Desaster kommen. Ein Hurrikan braut sich zusammen. Doch noch bevor das Unwetter aufkommt, sind sie schon längst auf und davon. Die Fregattvögel. Was macht sie zu solchen Wetterpropheten? Ihr Dilemma? Das Gefieder isoliert nicht besonders gut gegen Nässe. Daher können die Fregattvögel nicht nach ihrer Beute tauchen. Ein Manko, das sie zu Piraten der Lüfte macht. Sie manövrieren so geschickt, dass sie anderen Vögeln die Beute abjagen können. Dabei fliegen sie sehr nah über die Wasseroberfläche. Auf diese Weise können sie schon kleine Temperaturanstiege des Wassers spüren. Ein erster Indikator für einen entstehenden Hurrikan. Das Signal für die Vögel, davonzufliegen und sich vor der Gewalt eines Wirbelsturms in Sicherheit zu bringen. Für die Menschen ist das Verschwinden der Fregattvögel eine sichere Sturmwarnung, schon Tage vor der Katastrophe. Eigentlich sind die verfeinerten Sinne im Tierreich auch nicht überraschend. Denn in der Evolution ist der am erfolgreichsten, der sich am besten an sich verändernde Umweltbedingungen angepasst hat. Und wer das Wetter mit seinen Bedrohungslagen früher spürt, der hat einen Vorteil, ist also wahrscheinlich erfolgreicher. Jetzt ist der Mensch ja auch ein erfolgreiches Tier, ein erfolgreiches Säugetier. Und viele von uns spüren eine Art Wetterfühligkeit. Sie empfinden sie aber nicht als Vorteil. Komisch eigentlich. Morgens um 7 ist die Welt noch in Ordnung. Heute ist aber etwas anders. Schreckliche Kopfschmerzen. Dabei war es gestern Nacht nicht mal spät. Und auch kein Alkohol. Vielleicht liegt's am Wetter? Ein perfekter Tag eigentlich. Sonnig, warm. Föhn? Gibt es sowas wie Wetterfühligkeit überhaupt? Deutschlandweit geben laut einer Umfrage über 50% der Menschen an, wetterfühlig zu sein. Im Süden wird der Föhn verantwortlich gemacht für diverse körperliche Beschwerden. Nach Meinung von Experten könnte der Föhn durch eine höhere Konzentration positiver Ionen bewirken, dass die Produktion von Serotonin, einem Hormon, ansteigt. Der hohe Hormonspiegel sei dann die Ursache für Migräne, Schwindel und Müdigkeit. Und noch etwas soll Wetterfühlige beeinträchtigen. Sehr feine Luftdruckschwankungen sind oft Vorboten einer Wetterveränderung. Experten vermuten, dass sie von Druckrezeptoren an der Halsschlagader registriert werden können. Das könnte in der Folge zur Änderung des Blutdrucks und der Herzfrequenz führen. Ein Wetterwechsel kündige sich bei ihnen schmerzhaft an, meinen viele. Plötzlich zieht und schmerzt es an Narben. Auch dafür haben Experten eine Erklärung. Das nachgewachsene Bindegewebe könnte sich, je nach Wetterlage, zum Beispiel ausdehnen, Spannungen verursachen und auf Nerven drücken. Trotz aller Erklärungsversuche, ob es Wetterfühligkeit tatsächlich gibt, darüber streiten Wissenschaftler. Man weiß noch viel zu wenig von den Zusammenhängen zwischen Atmosphäre und Körper. Was auch immer die Kopfschmerzen hervorruft, vielleicht hilft auch in diesem Fall eine Allzweckwaffe. Manchmal muss man einfach nur warten, bis es vorbei ist. Ein Tiefdruckgebiet senkt unsere Laune, weil es mehr regnet. Bei einem Hochdruckgebiet steigt unsere Stimmung wegen des blauen Himmels
und dem Sonnenschein. Ein ganz sicherer Tipp gegen jede Art von Wetterfühligkeit ist auf jeden Fall raus an die frische Luft. Und zwar auch bei schlechtem Wetter. Denn dann kann sich unser Organismus besser anpassen an die Temperaturveränderungen. Ich weiß, das ist nicht immer ganz einfach. Denn da, wo die meisten von uns wohnen und arbeiten, ist die Luft da draußen nicht immer frisch. Und schuld daran sind wir selbst. Der Asphalt glüht. Es gibt nur noch eines: Flucht aus der Betonhölle. Städte heizen sich erbarmungslos auf. Die Bewohner von Megastädten wie Tokio leiden besonders. Was macht die Metropole zum quälenden Hitzespeicher? Die Oberflächen sind versiegelt. Statt natürliche Böden überall Beton und Asphalt. Ein folgenschwerer Eingriff. Denn der dunkle Untergrund absorbiert die Strahlung der Sonne und leitet die Wärme in den Boden. Gleichzeitig erwärmt er wie eine Heizplatte stetig die Luft. Der Hitzestau birgt für die Bewohner der Stadt ein Risiko. Der Organismus kann sich nicht mehr erholen. Herz-Kreislauf-Erkrankungen nehmen zu. Denn die erlösende Abkühlung in der Nacht bleibt immer häufiger aus. Die Zahl tropischer Nächte, in denen die Temperaturen nie unter 25 Grad fallen, hat sich in den letzten 80 Jahren verdoppelt. Der Grund: die bebauten Flächen und Fassaden speichern die tagsüber aufgenommene Wärme und geben sie nachts allmählich wieder ab. Im Vergleich zum Umland wird die Stadt zur Wärmeinsel, die ihr eigenes Wetter erzeugt. Die Temperaturunterschiede zwischen Stadt und Land können nachts über 10 Grad betragen, da das Umland dank seiner Grünflächen dann abkühlt. Doch ab und zu scheint auch zwischen den Häuserschluchten Kühlung in Sicht. In Tokio strömt bei speziellen Wetterlagen besonders feuchte Luft vom Ozean in Richtung Stadt. Die Wärme erzwingt förmlich das Aufsteigen der Luftmassen. Regenwolken bilden sich direkt über der Metropole. Ist dies die ersehnte Erlösung? Die Regenfälle bringen der aufgeheizten Stadt nur eine kurzzeitige Abkühlung. Die versiegelten Oberflächen lassen die Wassermassen schnell ablaufen. Reißende Ströme entstehen. Bedrohliche Fluten, die man in Tokio allerdings zu bändigen weiß. 50 Meter unter der Stadt wird das Wasser in gigantische Betonhallen geleitet und dort gesammelt. Das weltgrößte Entwässerungssystem entzieht dem natürlichen Kreislauf viel Wasser. Die Folgen an der Oberfläche: weniger Verdunstung, weniger Kühlung. Ein Teufelskreis. Die unendliche Hitzespirale gewinnt weltweit an Bedeutung. Die Verstädterung schreitet auf dem gesamten Globus unaufhaltsam voran. Mehr als die Hälfte der Menschen wohnen bereits in Städten. Und sie schaffen sich mit ihren Bauten unbeabsichtigt ihr eigenes Klima. So ist das mit uns Menschen. Wir versiegeln die Oberfläche mit Asphalt und Beton, bauen Häuser hoch und höher und wundern uns dann, wie Wasser und Luft auf diese neuen Bedingungen reagieren. Nämlich ganz natürlich. Wasser, das von oben nach unten fällt und in der Oberfläche nicht versickern kann, naja, das wird zum reißenden Strom. Die warme Luft, die von unten nach oben steigt, dabei die Luftfeuchtigkeit mitnimmt, die kühlt sich da oben ab und fällt wieder als Niederschläge runter. Das sind ganz alte Prozesse. Gut bekannt, gut berechenbar. Man kennt die Konsequenzen, man kennt die Risiken. Und trotzdem rücken und drücken wir uns in Ballungsräumen zusammen, immer mehr. In manchen dieser Städtemoloche allerdings wird der Leidensdruck inzwischen so hoch, dass man die Natur wieder reinlässt. Singapur. In dem Stadtstaat drängen sich über 5,5 Millionen Einwohner. Eine dampfende Betonwüste? Nein, denn der Dschungel kehrt zurück in die Stadt. Auf Kokosmatten wachsen hunderte verschiedene Pflanzenarten zu vertikalen Gärten. Das Grün isoliert die Fassaden
und sorgt für mehr Sauerstoff. Auch innerhalb der Gebäude sollen Pflanzen ein Wohlfühlklima schaffen. Die Architekten planen selbst in den oberen Etagen Grünflächen. Auf Betonvorsprüngen und Dächern entstehen Gärten. Selbst im 7. Stockwerk Obst, Gemüse und Getreide. Natur auch für Großstadtkinder zum Anfassen nah. Doch für die Stadtplaner ist das erst der Anfang. Man verfolgt ehrgeizige Ziele in Singapur. Die Landwirtschaft soll einmal in großem Stil mitten in die Stadt kommen. Futuristisch anmutende Super Trees, bis zu 50 Meter hohe Stahlkonstruktionen, verbessern nicht nur die Luft, sie erhellen auch die Nacht, dank Solarzellen. Eine künstlich geschaffene, streng kontrollierte Natur. Übrigens, es hat natürlich schon die ersten Beschwerden von Anwohnern gegeben. Und zwar über Bienenstiche. Im 26. Stock. Bienen in dieser Höhe. Die Architekten haben das als Lob genommen. Singapur. Ein Labor für besondere Zukunftsvisionen. Die Regierung dort finanziert diese Fassadenbegrünung, die Begrünung von Innenhöfen. Allerdings nur bei nachhaltiger Wassernutzung. Und die Pflanzen brauchen natürlich Wasser. Überhaupt, dieses Prinzip, um das es geht, das basiert auf der Fähigkeit von Wasser zu verdunsten. Das kennen wir alle aus dem Schwimmbad. Selbst an heißen Sommertagen, wir kommen aus dem Wasserbecken raus und frösteln im ersten Moment. Das ist nämlich die Verdunstungskälte. Und so fungieren diese begrünten Fassaden und begrünten Innenhöfe als natürliche Klimaanlagen. Und im Winter, gut, das spielt jetzt für Singapur nicht so eine große Rolle, aber im Winter isolieren die Pflanzen die Gebäude und reduzieren die Heizkosten. Das weiß man von begrünten Gebäuden in Istanbul. Ich muss ja ehrlich sagen, als ich die ersten Bilder aus Singapur gesehen habe, wie die da die Fassaden begrünen, habe ich gedacht, die spinnen doch. Aber physikalisch betrachtet muss ich sagen, Hut ab, Singapur. Wettergeschehen versuchen zu schützen, Wetter ist ein Thema. Wetter ist aber auch eine Urgewalt der Natur und kann außerordentlich unangenehme, ja lebensgefährliche Folgen haben. Kein Wunder, dass wir schon längst versucht haben, auch diesen Teil der Natur nach unseren Wünschen zu manipulieren. 2012, eine Nacht im Oktober. In New York gehen die Lichter aus. Blackout. Hurricane Sandy fällt über die Stadt her mit einer Wucht, auf die keiner gefasst war. Stadtkontrolle, Verwüstung. 200 Tote sind es am Ende. Der Schaden über 40 Milliarden US-Dollar. Die U-Bahn ein Fluss. Eine Weltstadt des Geldes in Ohnmacht. Und für die Bewohner zerschlägt sich die Illusion von Geborgenheit in der City. Jedes Jahr steuern Hurricanes an die Ostküste der USA. Sie entstehen, wenn die Wassertemperatur des Ozeans über 26 Grad erreicht. Dann steigt viel Wasserdampf auf, verwirbelt um ein großes Tief, kühlt ab, kondensiert zum Teil und setzt dabei weitere Energie frei. Im Auge des Sturms ist es still, aber rundum rast eine gefräßige Energiemaschine. Sie bildet sich über dem Meer, aber ihr Ursprung liegt tausende Kilometer entfernt. Im Sand der afrikanischen Wüste. Theoretisch genügt eine Handvoll Wüstensand. Der Wind trägt die Körnchen nach Westen. Gelangen sie in feuchte Luft, bieten sie Kondensationskeime, an denen sich Tropfen bilden können. Wolken entstehen. Und werden diese mit heißem Dampf gefüttert, entwickeln sich riesige Stürme. Die darin gestaute Hitze verwandelt sich in mörderische mechanische Energie. Lässt sich der Wirbelsturm irgendwie bremsen? Vielleicht könnte man die Verdunstung. Das Wetter bestimmt unser Leben.
Überall auf der Welt, in jedem Augenblick. Es lässt Pflanzen gedeihen oder es macht Ernten zunichte. Selbst unser Befinden wird vom Wetter beeinflusst. Viele Tiere haben eine besondere Witterung. Und auch viele Menschen glauben, wetterfühlig zu sein. Die Naturgewalten reißen uns aus der Bahn, fegen alles beiseite. Bis zu 50 Tornados bilden sich jedes Jahr über Deutschland. Sind wir dem ausgeliefert? Das Wetter in den Griff zu kriegen, ist ein Traum, seit Menschengedenken. Zyniker behaupten ja, wenn es das Wetter nicht gäbe, dann hätten 9 von 10 Menschen nichts mehr zu sagen, Namen zusammen. Dabei bezeichnet doch Wetter einfach nur den kurzfristigen, spürbaren Zustand der Atmosphäre an einem bestimmten Ort. Deshalb auch immer wieder die berühmt-berüchtigte Frage am Telefon, wie ist denn das Wetter bei euch? Also, das Wetter ist auf jeden Fall wichtig für uns, denn es ist um uns herum, ganz egal, wie sehr wir unsere Häuser und Wohnungen auch immer klimatisieren, wie sehr wir uns vor dem natürlichen Wetter